Hallo und herzlich willkommen zurück zu Test Drive. Wir haben jetzt gerade die Lizenzen gemacht und jetzt gehen wir raus, kaufen uns ein Auto. Beziehungsweise wir müssen noch mal kurz zum Gebrauchtwagencenter, da haben wir noch einen stehen, das uns gehört. Hier den Konvoi und so, das können wir alles nicht machen, das ist zu weit weg. Da brauchen wir locker mal eine halbe Stunde, um dahin zu fahren. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe von der Größe. So. Hier ist der Audi-Händler, aber wir gehen jetzt erstmal zum Gebrauchtwagen-Händler, weil wegen Pommes. Wo bin ich denn das letzte Mal hingefahren? Da. Hier. Hingehen und dann können wir da nächste Ampel rechts und dann immer durch. Nein, die A5-Meisterschaft können wir erst gewinnen, wenn wir dann auch einen A5-Wagen haben. Und da werde ich jetzt erstmal was raussuchen. Jetzt holen wir erstmal unseren Lotus Evora ab, den wir bei dem Solar Crown-Ding gewonnen haben. Mit dem werde ich aber gleich bei der A5-Meisterschaft nicht fahren wollen. Ich mag den nicht. Biegen Sie rechts ab. So. Auf zum Gebrauchtwagencenter sind hier nur 2 Kilometer. Komm, da haben wir echt schon schlimmere Fahrten, würde ich sagen. Sich noch 2 Kilometer entfernt. Oh, der Wine Rider fährt hier mit einem Ford GT durch die Gegend. Nicht schlecht. Damit kann er nur im Moment noch nichts anfangen. Befindet sich noch 1,5 Kilometer entfernt. Weil wir noch gar nicht diese Meisterschaften freigeschaltet haben. Mit dem man dann, bei dem man dann mit einem Ford GT zum Beispiel mitmachen kann. Das ist ein bisschen höheres Niveau, sage ich mal. Ihr Fahrziel befindet sich noch 500 Meter entfernt. Lass hier mal ausrollen. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Gut. Damit ich ungefähr weiß, wie lange ich schon aufnehme. Ich mache jetzt immer 15 Minuten. Immer eine kleine Pause. Einmal Stopp drücken, einmal wieder los. Für den Fall, dass ein Video beschädigt ist. Schicker blauer Ferrari. Ist er denn getuned? Ja, Stufe 1. Ja, der wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Ist aber im Moment noch ein bisschen teuer mit 170.000. Was kostet denn der Q7? 136.000, auch Tuning Stufe 1. Der ist auch nicht schlecht, aber mal sehen. Den Ferrari werde ich wahrscheinlich sogar kaufen. Für die A3-Meisterschaft, denke ich mal. Oder vielleicht den CLK, den wir vorhin gefahren sind. Und den Lotus Evora hier, den müssen wir jetzt mal abholen. Unser Schätzchen hier finde ich jetzt nicht schön. Deshalb wird ein anderer für die Meisterschaft gekauft, aber... So. Kann ich denn hier meinen Wagen abholen? Hä? Ins Auto steigen? Probefahrt. Machen wir mal eine Probefahrt damit. Ich verstehe nicht, warum da oben jetzt 2 Minuten ablaufen. Ich meine, es ist ja wieso unser Wagen. Naja, also der Lotus Evora ist nicht so mein Geschmack, sage ich mal. Aber wie kann ich den denn jetzt mitnehmen? Test stoppen. Ich möchte ihn ja eigentlich nur eben mit nach Hause nehmen. Eben abholen. Wo steht denn das? Zurück. Vergleichen. Information. Fahrzeugliste. Gehe ich einfach mal drauf. Lotus Evora. Diesen Wagen nehmen. Jo, da haben wir ihn. Jetzt gibt er uns den Schlüssel. Da hinten den Q7, das ist ganz bestimmt auch kein schlechtes Auto. Vielleicht werden wir den ja auch noch kaufen können. Aber den Evora hier, den möchte ich nicht behalten. Ich finde den nicht schön. Vom Fahrverhalten her und so viel Leistung hat jetzt auch nicht, dass sich darüber irgendwie was machen lässt. Ich werde jetzt... Wo haben wir denn den Autohändler? Hä?
Wo war denn jetzt der für Audi? Ich glaube, der war hier. Den haben sie mir jetzt wieder weggemacht, weil ich jetzt schon ein Auto habe, was für die Meisterschaft geht. Ist ja gemein. Das ist ja gemein. Naja. Kann man nichts machen. Jo, Level 14 sind wir jetzt schon. Geht ja hier richtig schnell. Da hinten ist ein Auto Center. Ich hoffe, dass es Audi ist, denn da wird wohl unser nächster Wagen herkommen. Wir haben jetzt mit den TTS schon gute Erfahrungen gemacht. Dann kriegen wir hier bestimmt noch einen guten A5-Wagen. Gut. Der Audi hier, das ist ganz bestimmt ein toller Wagen für A2. Aber so weit sind wir noch nicht. Hier steht auch ein toller A4-Wagen. Auch wenn er ziemlich schwer ist. Da hinten steht unser TTS. Was steht da hinten? Da hinten steht ein S5. Der ist A5. Und dann haben wir hier ein TTRS. Was nimmt man denn da? TT ist jetzt wieder ein bisschen langweilig wieder. Aber der ist schon geil hier. So. S3, den hätten wir jetzt nehmen können. Das ist ein A6. Da finde ich aber unseren TT deutlich schöner. Den TTS. Und hier Q7 ist B3. Ist nichts für uns. Gut, ich denke, wir nehmen den TTRS als Roadster hier. Der fährt sich wirklich klasse und den einzigen wirklichen Konkurrenten, den ich dafür sehe, ist der, so jetzt nicht verhaspeln, SLK, genau, der SLK von Mercedes, aber vom Preis her tun die glaube ich nicht so viel, nur, was da ein bisschen, oh, Rotorfelgen, die sehen ja schick aus. Was da ein bisschen nervig ist, ist einfach, man gewinnt den Wagen später noch, wenn ich jetzt mal so spoilern darf. Und dann ist es einfach ein bisschen blöd, wenn man den schon voll gekauft hat. Sollen wir den jetzt in Rot nehmen, in Blau, in Schwarz, in Weiß? Ich glaube, das sah nicht schlecht aus, oder? Daytona? Machen wir da mal. Fahrzeug kaufen. Hier sind die Schlüssel für dein neues Auto. Schön. Neuen Wagen. Haben wir jetzt. Und ich finde, naja, jetzt eher schlicht, aber doch schön. Und den kann ich echt sagen, der fährt sich deutlich schöner als so ein komischer Lotus Evora. An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Ja, der schafft hier 150 auf dem kleinen biegen Stück. Biegen Sie rechts ab. Schon echt ein tolles Auto, wenn ich das mal so sagen darf. Sie fahren in die falsche Richtung. Ja, ich weiß. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen was anderes. Bevor ich das Rennen fahre, ich werde den Wagen mal tunen. Habe ich jetzt privat noch nicht gemacht. Ich habe das immer so genommen, wie es kam. Aber irgendwann ist doch immer das erste Mal. Schön. Jetzt wird der Wagen getuned. Den Tuner kennt er ja schon. Sollte ich jetzt... Oh, jetzt habe ich den neuen Wagen verkratzt. Scheiße. Ich wollte ja eigentlich nur gerade gucken, wegen dem Frack. Mann. Wo ist er denn? Nein, wir entfernen uns vom Frack. Okay, dann werden wir das jetzt ein andermal machen, das Suchen. Vielleicht machen wir da mal ein paar Parts raus nach der Hauptstory. Wenn wir das denn überhaupt machen wollen. Wir wollen Auto... Hier, der deutsche Tuner. Da werden wir den jetzt mal tunen. Dann hat er wirklich so viel Leistung. Das sollte dann wirklich reichen. Beschleunigung. Da ist er ungefähr 0,2 Sekunden dann schneller. Investieren wir mal das Geld. Das ist jetzt ja nicht so viel. 8000. Tempo 10 km/h schneller. Vielleicht auch 15, denke ich mal. Werden es dann im Endeffekt sein. Das passt auch. Etwas bessere Bremsen. Auch nicht schlecht. So.
Cool wäre auch, wenn es in diesem Spiel als Vorlage schon ein Logo gäbe. Mein Kanal-Logo. Und dann könnte man das hier vorne auf die Motorhaube drauf machen. Fände ich ganz cool. Aber naja. Kann man nichts dran machen. So. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal wieder rüber nach Hawaii. Und dann geht's an die nächste Meisterschaft. Ah ja, der TT, das ist jetzt schon ein richtig knackiges Auto, würde ich mal sagen. Irgendwie sieht er mir im Grau vielleicht doch ein bisschen langweilig aus, aber eigentlich ist er doch echt schick. Und die Felgen sind auch ganz cool. So. Wir wollen aber bald zur Meisterschaft gehen und nicht über den Wagen reden. A5. 150.000 Belohnung gibt es dafür. Oh, ich muss erstmal hinfahren. Das ist natürlich ärgerlich. Bin ich jetzt bald von weg? Wo bin ich denn hier am nächsten dran gewesen bis jetzt? Ah, da. Dann setze ich mich da mal ab. Und dann geht's wohl zur A5-Meisterschaft. So, GPS-Ziel hier hingesetzt. Ziel GPS. Und ab geht's jetzt zur A5-Meisterschaft. Hoffentlich wird die jetzt nicht so schwer, damit wir da ohne Probleme durchkommen. Biegen Sie rechts ab. Ja, da fährt der TT sich schon richtig cool hier, der RS. Den SLK werden wir, wie gesagt, dann später auch nochmal fahren, weil man den einfach dann im Duell, wenn man das gewinnen sollte, geschenkt kriegt. Und dann weiß ich nicht, ob man dann den doppelt haben möchte, nur mit einer anderen Lackierung dann halt, wenn man den gewinnt. Fand ich jetzt ein bisschen blöd. Außerdem finde ich der TTRS, der fährt sich echt, ordentlich. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1,5. Bin ja nur am Schleudern hier. Man muss sich auch ein bisschen an neue Autos gewöhnen, wenn man es dann gerade erst, sag ich mal, gekauft hat, einfährt. Da braucht man immer noch ein bisschen Gewöhnungszeit. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1 Kilometer entfernt. So. Ihr Fahrziel befindet sich noch 500 Meter entfernt. Oh, den habe ich nicht gesehen. Und sofort einige Kratzer mehr im Auto. Und da ist auch schon die A5-Meisterschaft. Und los geht's. Ja, da steht ja der SLK. Willkommen auf Hawaii zu einer neuen Solar Crown Meisterschaft. Ich präsentiere Ihnen mein neuestes Projekt. Als ich es im Laden sah, konnte ich nicht widerstehen. Bei meinem Naturtalent und dieser Präzisionsmaschine ist mein Sieg garantiert. Naja, ich finde ihn jetzt nicht vom Handling her besser, sondern eigentlich nur von der Leistung her. Also den SLK, der hat etwas mehr Power. Ich denke, wir machen jetzt erstmal das Rennen Abfahrt über 3 Kilometer. Da habe ich jetzt gerade Lust zu, einfach mal so spontan. Und Start. Mal gucken, wie wir die anderen jetzt abziehen. Und ich kann dabei sagen, die Audis, die haben ja alle Allradantrieb. Beim Start kommt man eigentlich immer gut weg. Viel Glück euch allen. Ich sehe euch an der Zielgeraden. Also bringt hier der Quattro-Antrieb von Audi einiges. Ich probiere so ein bisschen. Ja, da merkt man schon, der greift einfach ein bisschen mehr als die anderen. Mano. Ups. Und da sind wir dann wohl auch nicht mehr im roten Bereich, sondern eher im knallgrün. Oh. Jetzt vielleicht auch doch nicht mehr. Obwohl, wir lassen ja ziemlich stehen, merke ich gerade. Das war jetzt auch ein bisschen sehr gerangelt gerade. Mit sehr viel Kontakt. Nicht unbedingt jetzt das sauberste Rennen gewesen.
So, dann geht's hier mal wieder hoch. Gut. Gleich sind wir schon bei Checkpoint 6. 6. Und wir haben auch über 6 Sekunden Vorsprung. Das passt doch. So schön früh am Gas. Die haben wir jetzt aber übel stehen lassen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann gleich durchs Ziel. Dann stoppe ich mal ganz kurz die Aufnahme. Einfach damit ich wieder 15 Minuten unterteilt habe. Erster Platz. 3500 gewonnen. Und die schönen roten leuchtenden Bremsscheiben vom TT sehen wir hier hinter den Rotorfelgen. Weiter geht's, würde ich sagen.